wie wird in den nächsten 2 Jahren das Geld in Reutlingen investiert? Zum letzten Mal stellte heute Barbara Bosch den Doppelhaushalt für die Jahre 2019-20 vor. Und dieser ist laut ihrer eigenen Aussage ein Hochkaräter und das in mehrerer Hinsicht. Sowohl die Gesamtsumme der Investitionen als auch die Gesamtsumme der Vorhaben sei so schwergewichtig wie schon lange nicht mehr. Und es ist der erste Doppelhaushalt, der seit langem vorgeschlagen wird, der ohne neue Verschuldungen auskommt. Reutlingen wächst immer weiter. Bereits 115.000 Menschen leben in der Achalmstadt und in den kommenden Jahren soll die Zahl weiter steigen. Kein Wunder also, dass ein Viertel der Mittel in den kommenden Jahren in das Themenfeld Kinder und Jugend investiert wird. Wir brauchen ja deutlich mehr Kinderbetreuungsplätze, weil ja der Zustrom nach Reutlingen so stark zugenommen hat, von Seiten der Bevölkerung, von außerhalb Deutschlands, die zu uns hereinkommen, nicht die Flüchtlinge, sondern EU-Bürger, die bei uns ihren Arbeitsplatz antreten. Wir tun jetzt ja schon viel am Geld in die Hand genommen. Wir haben ein 10-Punkte-Programm fürs Personal aufgestellt, um dies zu finden und zu halten. Der Fachkräftemangel ist ein Thema auch bei uns in Reutlingen. Neue Einrichtungen, die gebaut werden sollen, vorhandene saniert und erweitert werden sollen. Das summiert sich immerhin in den nächsten 4 Jahren, weil man macht ja immer einen Doppelhaushalt und dann noch 2 Jahre obendrauf auf 65 Millionen. Das ist ein ordentlicher Batzen Geld und damit nach wie vor der größte Ausgabeposten insgesamt im Haushalt. Dicht gefolgt die Mobilität und der Klimaschutz. Sowohl der Masterplan Radverkehr als auch die Regionalstadtbahn verschlingen hier einen Teil der Mittel. Aber auch das neue Stadtbusnetz gehört zu den Investitionen. 48 Millionen, die wir in den nächsten 4 Jahren in das Themenfeld Mobilität und Klimaschutz stecken werden. Auch eine Summe, die es so bislang noch nie gab in Reutlingen. Da gehört dazu natürlich ganz vorneweg das neue Stadtbusnetz mit 10 neuen Buslinien, über 100 neuen Bushaltestellen, 6 Quartiersbusse. Eine richtige Mobilitätswende. Wir legen den Schalter hier um. 21 Millionen Euro für Wohnen und Gewerbe, 14 Millionen Euro für Migration und Integration und in diesem Doppelhaushalt neu das Themenfeld Digitalisierung mit 9 Millionen Euro. Hier soll der Großteil der Gelder in die Digitalisierung der Schulen fließen. Ein weiteres Ziel ist der Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Wir werden vor allem in den Straßenbau weiterhin viel investieren, 20 Millionen im Finanzierungszeitraum von 4 Jahren, aber der ganz große Brocken auch dann im Hochbau bei den Schulsanierungen, die stammen aus den 60ern, aus den 70er Jahren, als das Bevölkerungswachstum damals auch groß war, kommen jetzt in die Jahre, haben Sanierungsbedarf. Dafür, dass seit langer Zeit ein Doppelhaushalt vorgeschlagen werden kann, der ohne Neuverschuldungen auskommt, seien vor allem die sprudelnden Steuereinnahmen und die Förderprogramme von Bund und Land verantwortlich. Generell sei man momentan bei einem vergleichsweise niedrigen Stand der Verschuldung. Seit dem Amtseintritt von Barbara Bosch habe sich die Verschuldung pro Kopf halbiert. Der Haushalt wird zur Stunde in den Gemeinderat eingebracht.